Quiz-Taxi-Folge Nummer 8, präsentiert von Autowelt Rostock. Hört man das hier nicht an dem Mikrofon? Hallo! Ja, bisher hattet ihr ja nur Studenten hier. Ich habe 15, 20 Leute durchtelefoniert, von denen ich weiß, die haben ein bisschen was auf dem Kasten. Beim Quiz-Taxi oder Halbfinale? So, Prioritäten setzen. Hallo Hansa-Fans, Quiz-Taxi-Folge Nummer 8, präsentiert von Autowelt Rostock. Und viele Fans zu Hause haben gefragt, ja, passt denn auch in so ein Autowelt-Auto, passt da auch ein großer Spieler rein? Ja, und genau deswegen haben wir uns zwei große Jungs ausgesucht. Also heute mit dabei Lukas Fröde und Timo Becker. Die beiden sind ja dafür bekannt, dass sie auf dem Feld alles abräumen, was sich ihnen entgegenstellt. Ich bin gespannt, ob sie heute auch den Rekord abräumen. Ich glaube, ich habe es ja schon im Vorfeld gehört. Gerade Timo, du hast gesagt, du bist richtig gut vorbereitet, ne? Ja, super. Also ich habe mich lange vorbereitet auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich natürlich jede Frage hier richtig beantworten kann. Bei so einem Partner kann nichts schief gehen. Ja, aber unter Druck ist immer bei ihm ein bisschen schwierig. Deswegen gucken wir mal, wie das gleich in der Performance aussieht. Ich bin gespannt. Los geht's. Okay, also wir starten natürlich leicht. Zumindest für die Hansa-Fans wäre es leicht. Aber ihr könntet das natürlich auch wissen, weil ihr spielt lange genug hier. Frage 1, Kategorie Hansa historisch. In welchem Jahr? Nicht, wann Hansa gegründet wurde, bitte. Wurde der FC Hansa Rostock gegründet? Unglaublich, bitte sag nichts. 1965. Gibt es denn Antwortmöglichkeiten? Brauchen wir nicht. 1965. Ich möchte trotzdem die Antwortmöglichkeiten nochmal hören. Die Antwortmöglichkeiten wären 1954, 1965, 1972 und 1990. Oder sollen wir jetzt einfach einen Joker schon mal rausschmeißen, damit es spannender wird? Ja, du hast ja schon beantwortet, du weißt ja schon. Ja, 1965. Also bei mir wäre knapp gewesen mit Wissen. Selbstverständlich ist es 1965. Ja. Richtig, der erste Punkt ist eingesackt. So, Frage 2. Und jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger. Ich freue mich gleich darauf, wie ihr eure kleinen Finger durchzählt. Und zwar ist die Frage Kategorie Hansa Intim. Wie viele Nachnamen von Spielern unseres aktuellen Profikaders beginnen mit einem R? Sind es 3, 4, 5 oder 6? Rhein, Roter. Rhein, Roter, Riedel, Rosbach. Riedel, Rosbach. Ist doch die Frage dazu. Ja, das ist die erste. Die haben wir ja schon korrekt beantwortet. Das ist ja keine Aufgabe. Rhein, Riedel, Rosbach, Roter. Das sind Stand jetzt 4. Mhm. Und Reier zählt ja nicht, ist Roter. Ja nur dein Spitzname. Nee. Ach so, ja. Wert Nummer 7. Neidhardt. 8. Beck, Saban. Nummer 9 hat wer? Nee, ist hier nicht. Ah doch, Munsi. Munsi, 10 ist Duljewitz, 11 ist Bamba. Ich bin geneigt, einfach 4 zu sagen. Aber ja, ich auch. So ein Flüchtigkeitsfehler wäre schon bitter. Wäre bitter, ne? Frühling, Meissner. Nee, Fröhlich, das ist einer neu, oder? Fröhling? Ja, den hatten wir noch nicht, oder? Aber wer ist er? Aber auf R. Ja, erster Buchstabe R. Ja, aber den hatten wir noch nicht. Dann ist der schon mal. Dann Siekern raus, Meissner beide raus. Meissner raus, Becker Behrens raus. Behrens raus, Fröde raus. Sollen wir gehen einfach? Ja, können ja nur 4 sein, oder? Ja, machen wir 4, oder? Ja. 4. So ein Flüchtigkeitsfehler wäre schon bitter. Ist falsch? So ein Flüchtigkeitsfehler wäre schon bitter. Ich habe noch nicht eingeloggt. Ach, Rizzuto. Rizzuto 5! Ich habe doch Rizzuto gesagt, ganz leise. Hört man das hier nicht an dem Mikrofon? Hallo, Rizzuto! Ich habe nichts. Also, ihr müsst mir nur eine Zahl sagen und die logge ich dann ein. Also, C, wenn A wäre 3, B 4, C5 und D 6. Ach, 5 ist C. Ja, dann nehmen wir C. Ja. Und sie entscheiden sich für 5. C. C ist, und diese Antwort ist natürlich richtig. Ja, ja. Ganz einfach. Mein Gott. Ich habe mir an den Buchstaben hier vertan, weißt du? Das war einfach. Nee, aber das Risotto war deutlich zu hören von dir. Fehler liegt bei mir. Also, ja. Ich habe Risotto verstanden. Ich dachte, er hat irgendwie ja, okay, das schon überlegt, was er heute Abend bestellt hat. Ja. Oh, wenn das kann und wir so hören. Gut, also zwei richtige schon mal eingeloggt und jetzt. Ich hab eine Frage an dich, Abi. Ja. Fährst du immer die gleiche Route oder? Nein, auch das haben die Fans bemängelt, dass sie sagen, du fährst doch nur um das Stadion rum. Ja. Deswegen fahre ich jetzt auch immer mal andere Strecken. Okay, weil zum Beispiel das könnte ein Telefonjoker sein oder so. Ah. Oder die Älteren da. Ne, die sind ja meistens ganz gut. Den nehmen wir erst, wenn wir kurz vor der Million stehen. Ja, ja, bei 7 richtigen gibt es das Auto, ne? Echt? Ja.
Natürlich nicht. Eine Probefahrt kriegst du da. Aber dann wäre es jetzt, ne? Dann ja, das reicht. Aber mit Tankkarte lohnt sich trotzdem. Ja, das kriegen wir, das macht Autowelt bestimmt. Ja, okay, also super. Bei 7 richtigen, einmal Wochenende das Auto. Komm, das schaffen wir. So, aber dazu müsst ihr natürlich jetzt erstmal die Frage 3 richtig beantworten. Ja. Und das, da bin ich ja mal gespannt. Kategorie weltweite Fußballstatistik. Ach du Scheiße. Von 100 Verletzungen im Fußball entstehen statistisch wie viele durch oder beim Torjubel danach? A. 1. Eine. B. 3. C. 5. Oder D. 10. Von 100, ne? Von 100 Verletzungen im Fußball Statistik. Ich habe auf das Statistikkärtchen mit und kann es euch danach schwarz auf weiß zeigen. Also ich sag mal so, ich kenne bis jetzt Nico Müller, der sich stimmt. Richtig hart verletzt hat. Stimmt. Also ich sag mal so, 10 wären ja 10%. Ja. Also ist nicht so, dass bei jedem zehnten Tor einer jubelt sich verletzt. Schwer. Das ist zu viel. So. Lukas, wie oft hast du gejubelt nach dem Tor? Wie oft ich gejubelt habe? Er ist eh nicht so der Jubler, er bleibt immer in der Hälfte stehen. Wenn ist so weit weg, wenn das Tor fällt, oder wie? Ja, ist zu weiter Weg. Er läuft ja so schon 12 Kilometer und wenn er dann noch jubeln müsste, dann wird er schon 14 Kilometer laufen und wird ja jeder fragen, ob er überhaupt Fußballer ist. Irgendeiner muss ja einen Kühlkopf für machen. Weil es zählt da ja nicht nur der Torschütze, sondern alle. Der Torjubel. Ja. Also ich sag mal, eins ist ein bisschen witzlos, dann wäre die Frage nicht gekommen. Ich würde sagen, so 3 oder 5 drei dazwischen oder 5. Müssen wir uns entscheiden, würde ich jetzt sagen. Also 5 finde ich auch noch viel. Was zählt als Verletzung? Also, dass er dann nicht mehr weiterspielen kann? Oder dass er umknickt und trotzdem weiterspielen kann? Genau. Okay. Jegliche Verletzung zählt. Alles klar. Das kann ja dann auch schon. Knierutsche hängen bleiben, hast eine Wunde. Sollen wir auf 5 machen einfach? Ja, da würde ich jetzt auch dann auf mehr gehen. Wenn man eh weiterspielen kann. Was willst du, Joker? Das macht ja keinen Sinn. Nee, das weiß keiner. Joker könntet ihr noch brauchen. Ja, das weiß keiner. Ja, ich würde auch mit 5 gehen. Ja, komm, oder? Ja. Oder ist das zu viel? Also das ist so, das wäre dann, aber das sind 5, also 5% wären das. Guck mal, du musst ja so vorstellen, Verletzungen, dann wird ja auch 10, wir springen zusammen und du kriegst einen Ellbogen von mir ins Gesicht. Das ist ja auch eine Verletzung. Aber dann müsste bei jedem 20. Jubel, müsste sich einer verletzen. Ja, kriegt schon. Kann schon mal, sein, ne? Kriegt schon einer mal immer gegen die Nase oder so. Ja, ich würde sagen auch 5. Komm, wenn wir machen, nehmen 10 nehmen. C. Sie entscheiden sich für C. Und diese Antwort ist richtig. Siehst du, der Ellbogen, der heilige Ellbogen. Ja. Batsch, kriegst du einen mit. Tatsächlich hier aus unnützes Fußballwissen. 4 bis 6 gilt als richtige Antwort, also 5 Verletzungen laut Statistik. Nicht schlecht, also 3 von 3, das ist ja schon mal ein guter Start. Also, ne? Sind schon mal nicht letzter. Aber ab jetzt kommen die schwierigen Kategorien. Aber auch da, wenn ihr hier geboren werdet, hättet ihr genauso Schwierigkeiten bei der nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Plattdeutsch. Ja. Wer oder was ist ein Pottlicker? Ist das A. ein Elektriker, B. eine Naschkatze, C. ein Korkenzieher oder D. der Trauzeuge? Pottlicker. Wenn man... Viele versuchen da. Ja, ich komme aus dem Pott, aber da kenne ich das nicht, auf jeden Fall. Pottlicker. Plattdeutsch habe ich aber auch noch nie in meinem ganzen Leben jemanden reden hören. Das ist auch schwierig. Ich spreche hier so die Sprache der Alten. Ne? Man kann ja gucken, ob man hier irgendeinen Alten findet und eine ältere Person. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden sehen, oder? Also, ich meine, wer willst du denn anrufen? Ja, anrufen. Ich habe keinen, der Plattdeutsch spricht. Also ich kenne keinen. 50-50 raten wir trotzdem. Ja. Ja. Wo finden wir hier einen? Ja, wir haben ja Zeit hier. Weiß. Wir können auch, hier ist so ein Supermarkt. Guck mal, auf dem Parkplatz sind doch viele Leute. Ja, ich fahr hin. Hat schon seine Gründe, dass das keiner mehr spricht. Ich sprech's ein bisschen. Ja? Echt? Ja, na, hier vor Ort, na viele. Ja, was ist das dann? Viele von den Älteren, die brauchen... Also du wüsstest? Ja. Okay. Na, ich ja, jetzt ohne das ausgedacht. Ja, okay. Aber nee, bei dem musste ich auch wirklich ein bisschen... Selber ein bisschen nachgucken nochmal, genau. Um auf der richtigen Seite zu sein. So, wir sind auf dem Parkplatz. Jetzt könnt ihr gucken. Ja, die sehen alle sehr danach aus. Gucken, ob ihr es jemandem zutraut dort. Diese Frage. Die denken, wir haben Langeweile, die Menschen. Diese Frage zu beantworten. Und? Eigentlich sollte man ja nicht so sehr nach Äußerlichem gehen. Ich meine, das ist ja... Nee, das nicht, aber... Was soll das? Das ist ja Alter, schon ein bisschen länger her, dass das gesprochen wurde, ne? Was würdet ihr denn sagen? Ja, frag mal die Dame. Die Dame sieht super aus. Nicht weglaufen.
Nee, dann einmal die Scheibe. Hup doch einfach. Die, hallo. Die Scheibe am besten hinten runter machen. Ja, auf deiner Seite. Und dann kannst du sie fragen. Hallo, moin. Eine ganz kurze Frage. Wir sitzen im Quiz-Taxi. Kennen Sie das? Quiz-Taxi? Nein. Wir müssen eine Frage beantworten. Sprechen Sie platt? Naja, also ganz wenig. Kennen Sie den Begriff Potlicker? Potlicker? Ist das ein Elektriker, eine Naschkatze, ein Korkenzieher oder ein Trauzeuge? Also eine Naschkatze würde ich ja sagen, weil Pott ist der Topf. Ja. Also aus dem Topflecken sowas. Ah, ich mein. Könnte sein, ne? Da, ich habe auch Naschkatze. Ich glaube, da nehmen wir Gefühl gehabt. Elektriker, Korkenzieher oder Trauzeuge? Nee, also ich würde die Naschkatze nehmen. Ja? Ja. Wollen Sie bei der Auflösung noch mit bei sein? Weil ich löse das gleich auf, ob es richtig ist oder nicht. Ja, los. Wir loggen erstmal ein. Und die Antwort Naschkatze von unserem Passanten-Joker ist 100% korrekt. Ja! Wow. Super! Vielen Dank! Das war's doch. Danke. Ja, mein super! Ein Pott. Lecker. Pott aus Schlecker. Ja. Ah. Ey, das ist so super. Aber ich sag dir ehrlich, mein Gefühl hat auch das gesagt. Ist jetzt zu sagen, ich hätte das auch gemacht. Nein, das jetzt nicht. Aber mein Gefühl vorher. Ich habe doch schon gesagt, Naschkatze wird so ein bisschen sind, da passen. Das sind wir die Experten, die dann nach der 15. Zeitlupe auch die richtige Lösung hätten, wie man am Ball einspielen. Du siehst ja, selbst beim VAR sind die Experten manchmal nicht richtig. Wenn ich es mir 10 Mal angucke, dann weiß ich auch, was besser ist. Nee, nicht alle. Das ist ja in der Bundesliga. Aber wir haben bis jetzt super Fragen aus. Vor allem 4 von 4, also das hat noch keiner gehabt. Nee? Also, wir 5 ist der Rekord. Ja, bisher hattet ihr ja nur Studenten hier. Jetzt sind ausgelernte Männer. Frage 5. Kategorie Seemannsgarn. Ach du Scheiße. Was sind? Warte mal. Pfahlsteak, Webleinsteak und Schotsteak. Sind das A. Seemannsknoten? Sind das B. Seemannslieder? Sind das C. Seemannsbräute? Oder ist das D. Seemannsbesteck? Jetzt müssen wir festhalten, mein Vater war bei der Marine. Na, ruf ihn sofort an. Ich glaube, den müssen wir anrufen und ich hoffe, er weiß das. Hast du die Nummer? Von meinem Vater. Die muss ich raus. Wie lange geht das? Das ist auch 30 Sekunden? Nein, ey. Aber ich kann dir die Nummer von deinem Vater auch geben, wenn du brauchst. Die sollte ich haben. Du hast doch eine Flat, kannst du lang sprechen. Ich hoffe, er geht dran, ey. Hast du die Nummer von deinem Vater? Ich muss nur dran gehen. 16:44 sitzt immer im Garten. Einmal kann er dir helfen. Geh doch ans Telefon. Die beiden könnten den Rekord schaffen und der Vater geht nicht ans Telefon. Ja, die haben doch ein Festnetz, oder? Gibt's das da in Gelsenkirchen? Ja, haben wir auch. Ja, aber dann, der hat sein Handy wahrscheinlich in der Wohnung liegen. Du musst deine Mutter anrufen. Ja. Und hol mal Papa ans Telefon. Ja, ich weiß nicht, ob ich arbeiten ist, aber ich probier's. Ja, moin. Hallo Mama. Hi. Ist der Papa in deiner Nähe? Nein, der ist auf Schalke, da spielt die U17, da Pokalfinale. Und sein Handy? Hat er sein Handy mit? Hat er nicht mit? Doch. Ja, dann muss ich nochmal probieren anzurufen, das kann nicht sein, der muss dran gehen. Du weißt ja, wie das immer dauert bei ihm, ja, wenn man was hört. Das ist immer das Gleiche mit dir. Wir sitzen hier gerade im Quiz-Taxi und wir brauchen seine Hilfe, deswegen. Ach so. Ja. Ja gut, versuch nochmal. Jo, danke. Alles klar, ciao. Der ist auf Schalke, der spielt doch die U17. Ja, die Meisterschaft, Junge. Ja, Halbfinale heute, ist wichtig. Das wird sehr bitter jetzt, wenn er nicht dran geht. Das geht um die Meisterschaft, da geht er nicht ans Telefon. Ja, aber es ist um 17 Uhr ist Anstoß. Ja, dann holt er sich jetzt eine Bratwurst und ein Bier, ey. Ja, der muss ja erkennen. Oh Mann, das ist so bitter. Das ist ein sicherer Punkt, ne, sagst du. Ja, das wäre eigentlich, also der müsste es ja eigentlich wissen, weil der hat mir auch mal Knoten beigebracht, deswegen, aber... Ja, dann kann Lukas, kannst du schon mal überlegen, ob ihr noch einen anderen anrufen könnt. Ich habe keine Ahnung, wenn ich da anrufen soll. Habt ihr einen, der segelt bei euch in der Mannschaft? Seemannsknoten. Gibt es so viele Knoten? Oder? Da gibt es halt richtig viele Knoten, aber dann würde man nicht nur 3 rauswählen, glaube ich. Also könnte ich mir das so. Das sind Messer, Gabel, Löffel. Steak. Das könnte schon wirklich sein, aber das müssen wir halt herleiten. Timos Vater wird es wissen. Der wird sagen, Nachtgesicht. Der hat sein Handy wahrscheinlich aus, mein Vater. Kann ich nicht mal mit. Hätten wir den auch mal vorher informieren müssen. Weißt du? Ja, wusste ich, dass hier so eine Seemannsfrage kommt? Ich habe 15, 20 Leute durchtelefoniert, von denen ich weiß, die haben ein bisschen was auf dem Kasten. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann sein, dass ich rufe an. Dann ist das jetzt mein Ding. Wieder nicht vorbereitet. Ja, wollen wir den nehmen? Komm, einmal noch, probier nochmal. Geht's noch einmal an. Der denkt, ist irgendwas Schlimmes passiert, wenn er das zieht. Ja, ist scheißegal, ist ja selber schuld, wenn er nicht dran geht.
wenn sein Sohn anruft. Immer beschweren die sich, dass ich mich hier nicht melde. Jetzt melde ich mich und dann geht keiner dran. Das ist das Schlimmste, was geht. Ist er da vielleicht? Hallo, Papa! Ja. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich sitze hier gerade im Quiz-Taxi. Meinst du, hast du ein Quiz-Taxi? Ja, und wir haben eine Frage. Ja. Kategorie Seemannsgarn. Ja. Und du warst ja mal bei der Marine früher. Ja. Ich hoffe, du hast dir das gemerkt, weil die Frage ist... Kannst dich nur blamieren, aber... Was sind Palsteck, Weblinsteck und Schotsteck? Knoten. Seemannsknoten? Hab ich doch gesagt. Knoten, ja. Also Seemannsknoten. Ah. Ja. Okay, das wollte ich nur wissen. Dankeschön. Das Bier geht auf uns. Das nächste Bier geht auf uns. Ja, alles klar. Perfekt. Ciao, ciao, schönes Spiel. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Hab ich doch gesagt, Knoten. Das ist einfach. Dann werden wir wohl die Seemannsknoten nehmen. Ah. Jetzt hoffen wir, dass es richtig ist. Und sie nehmen die Seemannsknoten und das ist natürlich richtig. Vater, geil! Zahlt sich die Marine aus, ey! Das, am dritten Mal geht er tatsächlich noch ran. Ja, klar. Unglaublich. Ja, ganz wichtiger Call. Ich will das Halbfinale gucken und sagen, wird das Seemannsknoten. Ja, dann, was ist denn wichtiger? Halbfinale oder ja, wichtiger? Sohn beim Quiz-Taxi oder Halbfinale? So, Prioritäten setzen. Habt ihr wirklich die ersten 5 Fragen richtig und habt schon den Rekord, bis den bisherigen Rekord eingestellt? Das heißt also, eine richtige Antwort und. Wir haben noch 2 Joker, ne? Ja. Ah, nee, einen. 50-50 nur noch. 50-50 Joker. Aber die Joker haben halt auch extrem gut gesessen, den muss man auch. Gehört so weit dazu. Das stimmt. Aber. Gut, also, Frage 6. Kategorie Regelwerk. Ja, da bist du immer gut mit unserem Bundesliga-Schiedsrichter Florian Lechner abgestimmt, beziehungsweise der schickt auch die Fragen ein. Das heißt, die sind wirklich höchst richterlich geprüft und ja, die Antwort ist auch richtig, selbst wenn ihr sie anzweifelt. Okay. So, während eines Zweitligaspiels hört der Schiedsrichter von der Bank des FC Hansa deutlich einen unangemessenen Zwischenruf. Kann nicht sein, aber ja. Er dreht sich um und er sieht Martin Piekenhagen, Jens Hertel und Damian Rosbach. Was entscheidet er nach aktuellem Regelwerk? A. Gelbe Karte für Martin Piekenhagen. B. Gelbe Karte für Jens Hertel. C. Gelbe Karte für Damian Rosbach. Oder D. Er notiert sich das auf seiner Notizkarte, weil der Rufer nicht eindeutig zu identifizieren ist. Dann kriegt der Trainer, glaube ich, wenn es von der Bank kommt. Also ich sag mal so, der vierte Offizielle steht meistens bei der Bank. Der gibt ja dann auch durchs Mikro durch, ja, wer geschrien hat. Ja, aber ich glaube, es geht darum, der hat es ja wahrscheinlich auch nicht gesehen, sonst könnte der den ja fragen. Ja, wir nehmen ABCDE, der fragt den vierten Offiziellen. Das geht ja, dieses gibt es ja nicht. Ja. Ich glaube, der, wenn man das nicht zuordnen kann, kriegt es stellvertretend für die Bank immer der Trainer. Deswegen muss der ja auch bei 3 oder 4, wann muss der aussetzen? Da kennst du dich so gut aus, das hört sich so... Super an. Also ich bin da mit dir. Sicherheitshalber absichern. Für die letzte Frage braucht ihr den 50-50 nicht. Ja, nehmen wir 50-50. Der 50-50 Streich A und C. Also bleibt Trainer stehen und er notiert. Ja. Notiert. Was will er denn? Und dann geht er hinterher und fragt, wer war es oder was? Wird es hinterher ausgewertet. Aber es ist einfach mitten im Spiel dann. Während eines Zweitligaspiels. Ja, ein Ruf dann und dann... Hey, aber Schiri, jetzt, ja, genau, aber jetzt keine Beleidigung, so ganz schlimme. Nein, das kommt ja von unserer Bank. Nee, das sowieso nicht. Von der hätte ich ja Gästebank genommen. Ja, ja, richtig. Wir sind ja ganz harmlos. Also ich glaube, wenn, wenn das nicht, nicht zuzuordnen lässt, dann kriegt der Trainer die stellvertretend für die Bank. Weil sonst könnte ja auch, wenn der Trainer 2 gelbe Karten hat, beispielsweise, könnte der jedes Mal Co-Trainer schicken und dann Power-Trainer, dann gelb kriegen. Dann kommt der, Busfahrer und schreit jedes Mal Schiri an. Ja, also ich stehe dahinter, das hört sich so verlässlich an. Oder? Sollen wir nehmen, Trainer? Ja, ich stehe dahinter dir. Wir sagen Trainer. Hat ja auch gelb bekommen. Ihr lockt ein mit B, Jens Hertel soll die gelbe Karte kriegen. Ja klar, hat er doch eben bekommen letztes Mal. Und diese Antwort ist leider richtig. Ja. Der Rekord ist bei euch. 6 richtige Antworten. Vamos! Auf bitte nicht die letzte Frage. Jetzt das war halt so gut, weil auch in die Mannschaftskasse schon das Geld gekommen ist von der gelben Karte. Ne? Ja, aber ich war erschreckend aber wenig, dachte ich so. Ja, mein Gott. Trainer haben irgendwie Bonusstatus, also, weiß ich auch nicht. 6 von 6, Respekt. Wie gesagt, hat noch kein Team vor euch geschafft. Jetzt die letzte Frage und die hat es durchaus in sich. Es geht um einen Namen eines eurer Mitspieler. Diesen Namen hat unsere Pressesprecherin aufgesprochen,
allerdings rückwärts. Mhm. Und ihr sollt mir sagen, welcher Name das ist. Ihr könnt das auch mehrfach hintereinander abspielen. Mach Hamburg schnell weg. Aber rückwärts gesprochen, das heißt, der Nachname kommt auch zuerst in dem Fall? Sie hat den Namen rückwärts eingesprochen. Mehr also erst Nachname, dann Vorname. Ja, okay. Warte, man kann das so zeitsam abspielen? Hört sich an wie ein arabischer Mitspieler, ja, sozusagen. Nee, das geht nicht. Ne? Nevek. Da hinten ist doch ein K. Aber ich höre noch so vorne raus. Maranu ist das schwer. Das ist auch die Frage, hört man ein H vorne zum Beispiel oder hört man ein A vorne? Das ist immer sehr schwierig, ne? Also, ist das schwer. Zum Glück haben wir immer noch Rot, also erst wenn wir oben beim Ostseestadion reinfahren. Jetzt haben wir Grün, also jetzt haben wir noch ungefähr 30 Sekunden. Was? Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt. Nevek. Ja, das ist. Ich will einen Namen von dem wenigstens wissen. Kevin. Ja, aber Schumacher ist doch viel zu lang. Ja. Abit, wir haben keinen hinter uns. Du kannst also mal ein bisschen hier im Standgas rollen, ja? Ihr seid habt schon 6 von 6. Ich gebe euch keine Sekunde mehr hier. Nach Hamusch, da haben wir doch ein SCH. Und Nevek Kevin. Nach Hamusch. Schumacher. Schumacher. Remusch. Nach Hamusch, Nevek. Boah, das ist so schwer. Ich die Autogrammsammler, die hier schon warten auf euch, gleich raufkommen. Ihr dürft ihr euch jetzt entscheiden. Was mit Sch? Haben wir noch was mit Sch? Oder nachher Schwede, noch mit Sch? Aber Tobi Schwede. 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 Und Edisch. Glaube ich. Also ich bleib dabei, das ist meine einzige Idee. Wer? Schumacher. Nevek. Ja. Nevek. Wir nehmen den einfach. Der hört sich gut an. Und da ist ein Sch drin. Remusch. Weil R-E am Ende, E-R am Ende. Remusch. Irgendwas. Das ist er. Ich glaube, das ist Kevin Schumacher sein. Schumacher. Ihr entscheidet euch für Kevin Schumacher und ihr könnt einmal weiter, dann wird die Auflösung da. Oh, komm mal. Kevin. Ja! Boah, am Ende noch gesehen. Nicht schlecht. Dieses also, E-R am Ende und dann, wenn man das zurück. Wow! Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Sieger sein, weil das kann ja keiner mehr als alle richtig geht ja nicht. Aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Die Frau hat uns Naschkatze verraten, wir hätten ja mal irgendwie Gummibärchen oder was eben schnell schenken können. Ja, mein Gott, was soll ich das jetzt machen? Das war bestimmt auch eine Naschkatze. Die Spielernamen hat sonst keiner raus, dieses, auch die davor, die scheitern alle. Guck mal, ich wusste es direkt, ja. Einfach kein Selbstbewusstsein. Manchmal ist es leichter, wenn man keinen Druck hat. Und nicht schlecht. Luki hat halt nie Druck, der hat ja immer die Ruhe weg. Und ich kann nur unter Druck und das passt halt die Mischung. Ja, ich bin noch ganz geflasht und geplättet und so weiter. 7 von 7 und damit Höchstpunktzahl und auch das volle Geld für den guten Zweck. Und zwar 200 Euro haben die beiden erspielt für einen gemeinnützigen Verein oder Organisation hier vor Ort. Und ihr dürft jetzt ziehen. Willst du auch mal was? Stellvertretend für, für den Vater. An wen das geht? So, dann mach einmal auf und schau, an wen wir 200 Euro überweisen. Kinderhospiz Oskar. So, Kinderhospiz Oskar, die können das Geld sicher gut gebrauchen. 200 Euro sind auf dem Weg für euch, haben die beiden für euch erspielt. Ja, Jungs, also war ja nicht zu vermuten. Natürlich haben wir das vermutet, also dass ihr diesen Rekord brecht. Ich muss dann nochmal mit Autowelt sprechen, dass du das Auto hier fürs Wochenende kriegst. Mal gucken, ob sie das soweit machen. Ja, ich hoffe, ihr hattet zu Hause auch ein bisschen Spaß beim Mitfiebern, Mitraten und Mitlachen. Und bis bald von dieser Stelle. Ahoi.